Ja, hier sind wir wieder. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance. Ja, wir haben jetzt die Geweihe ja abgegeben hier bei dem Fuzzi und wir haben jetzt das Jagdhorn von dem Jäger bekommen. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob wir jetzt Ich habe hier das Jagdhorn. reinkommen hier. Ha! Kann's kaum erwarten zu sehen, wie ihm das Grinsen aus dem Gesicht weicht, wenn er es rausfindet. Der Alte sagt übrigens, du bist dabei. Okay, und was nun? Also sagst du mir jetzt, was hier läuft? Ich habe dir das Jagdhorn gebracht. Also kannst du mir jetzt sagen, was ihr vorhabt. Unser Alter hat schon seit Jahren Hühnchen mit Jägermeister Nikolas zu rupfen. Wieso hat es auf ihn abgesehen? Gibt mehrere Gründe, aber kurz gesagt, Nikolas hat unter Eid gelogen und der Alte wäre fast aufgeknüpft worden. Das ist ein guter Grund. Wem sagst du das? Okay. Was führt er im Schilde? Wenn du es wissen willst, frag die Leute im Dorf, was sie vom Jägermeister halten. Der Alte macht Tag für Tag einen immer größeren Narren aus ihm. Schon bald werden die Gerüchte bis zu Herrn Dibbischs Ohren vordringen und das ist genau das, was der Alte will. Der Alte ist nicht zufällig der berüchtigte Haneken Hase, von dem alle reden. Hört, hört! Der Junge ist klüger, als er aussieht. Wie der Zufall so will, ist er genau der. Was hast du denn über ihn gehört? Er soll zu Unrecht des Mordes beschuldigt worden sein. Ja, genau, stimmt, da war ja was. Der Jägermeister soll ihn wegen Margret angeschwärzt haben. Wie meine Großmutter zu sagen pflegte, die Wahrheit kommt immer ans Licht. Wie auch immer. Wenn du es genau wissen willst, frag ihn selbst. Okay, Der kann ich hier? Alte ist. Okay, das Ich. hatten wir ja schon. Wie auch immer. So. So, und was nun? Wir haben was Großes vor. Dafür schlagen wir nördlich von den Brodener Wäldern ein Lager auf. Du findest uns dort auf einer verborgenen Lichtung. Gut, wir treffen uns dort. So, Aufgabe begonnen. Gehe zu Hauptmann Robert. Robert. So, jetzt kann ich dem auch Bescheid geben, oder was? Hier, Questlog. Genau, Hasenjagd. Das ist. Der Hauptmann gibt mir einige Männer mit, um die Wilderer zu schnappen. Ja, aber es ist natürlich auch nicht nett von dem anderen, von dem Jägermeister unter Eid, dass er da gelogen hat und dass der andere sozusagen jetzt wegen ihm zu Unrecht beschuldigt wurde halt, ne? Das ist halt auch nicht die feine englische Art. Ja. So. Aber wir gehen jetzt erstmal Tatsache zu Hauptmann Robert. Da ist er. Wo laufe ich jetzt schon wieder hin? Ja. Guten Tag. Grüß dich. Ich bin wegen der Wilddiebe hierher. Oh, du bist also derjenige, von dem Nikolas geredet hat. In Ordnung. Ich gebe dir ein paar Männer mit. Bereit aufzubrechen? Ja, okay. Ja, Herr. Natürlich. Wir sind bereit. Alles Gute. Okay, jetzt geht's ab hier oder was hier? Oh mein Gott. Okay. Ja, jetzt nehmen wir sie halt dingfest, ne? Schaf im Wolfspilz. Ja, das ist natürlich fehlgeschlagen. Ich hätte jetzt da weitermachen können. Haneken Hase von Salusch. Ich verhafte dich im Namen von Herrn Dewisch von Palmberg. Kommt der Meisterjäger auch noch? Der Meisterjäger verhaftet Wilderer, keine Mörder. Kommt ihr freiwillig mit? Was sagt ihr, Männer? Oh mein Gott, okay, oh mein Gott. Oh mein Gott. War das die richtige Entscheidung?
Holt ihr Heineken? Bleib hier! Junge. Stellen! Junge! Wieso sind die Wächter schneller als ich, bitte? Ah! Jetzt! Ergebe dich! Ergebe dich! Ergebe dich! Soll das etwa alles sein? Was ist hier los? Ich will den ja nicht umbringen. Naja, aber wenn es dann ist. Leute, ey. Oh, ich will ihn ja nicht umbringen. Zeig, was du drauf hast. Jetzt ergebe dich. Junge. Bring eine Siegerin zum Jägermeister. Oh mein Gott. Sieht ja. Darf ich ihn jetzt plündern, ohne direkt verhaftet zu werden? Oder? Okay. Nikolas Geständnis. Oh nein. Ja, das Unrecht gesteht, das. Oh nein, eigentlich. Oh Mann, wir haben dem Falschen geholfen. Aber wisst ihr was? Das nehmen wir. Und das nehmen wir auch. Oh mein Gott, ich wünschte, ich hätte den anderen Weg eingeschlagen, ehrlich gesagt, gerade, ja. Aber nun gut, wir haben uns jetzt dafür entschieden, dann ist es halt jetzt so. Ich bin jetzt gerade ein wenig betrübt darüber. So, hört ihr, ob ich finde, mehr über Thomas bringen, Hanekin. So, kann ich denn das Geständnis dem Herr Robart geben? Oh, eine Update-Datei. Herzlichen Glückwunsch, Update-Datei. Ah, nein. Hä? Pebbles. Durch den Baum durch. Oh mein Gott, es ist... Der Arsch, ey. Der Jagdmeister war der Arsch eigentlich, ne? Ja, wie gesagt, ich bin gerade sehr betrübt darüber. Kann ich dieses Geständnis... das denn Herr Robart geben oder so? Ich habe ihn. Und wo ist er? Er ruht nun friedlich auf dem Waldboden. Heißt das, du hast ihn getötet? Ich hatte keine Wahl. Ich bin froh, da heil rausgekommen zu sein. Lebend wäre er mir lieber gewesen. Aber was soll's. Ich kann erst sicher sein, dass es wirklich Hanekin war, wenn ich ein Beweisstück sehe. Er trug immer einen Siegelring. Hier ist er. Unglaublich, aber wahr. Der legendäre Hanekin Hase ist bei seinem Schöpfer.
Wie auch immer, ich weiß, mich erkenntlich zu zeigen. Hier deine Belohnung. Und komm jederzeit vorbei. Hier gibt es immer Arbeit. Hab Dank. Nur 300 Groschen für diesen Stress. Ja, ich bin über mich selber gerade so ein bisschen total enttäuscht, dass ich mich so entschieden habe jetzt. Wäre ich doch nicht mal zum Robert gegangen. Hätte ich doch mal mich mit den Jägern getroffen und so weiter. Hätte ich doch erstmal mit denen gequatscht. Oh Mann, jetzt ist es eh gespeichert. Also, fuck. Was haben wir denn jetzt ansonsten noch für Quests offen? Die Seuche, da können wir auch mal gleich gucken, ob sich das geklärt hat da. Ja, die Königin Sara. Ich weiß jetzt nicht, ob Tier heute bringt drei Hasen. Drei. Kann ich denn eigentlich schon habe ich die Fähigkeit schon, die Haut abzuziehen? Oh, was tue ich denn hier schon wieder? Ich drücke ja schon wieder alles hier. Ja. Gerber hier, da fehlt uns ein Punkt. Ich, wisst ihr was? Ich wäre gerne ein besserer Jäger. Selbstverständlich. Ich will ein Meister werden. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Du benötigst ein umfassendes Vorwissen, um ein Meister zu werden. Habe ich doch schon. Ich will ein Meister werden. Es ist... Ich möchte über die Grund... Gut, aber nur... Okay, ich kann nur... Ja, komm, zahlen wir jetzt. Also, pass gut auf. So, jetzt habe ich auf jeden Fall bei Yang eine Stufe. Jetzt hoffe ich mal, dass ich einen Punkt bekommen habe. Natürlich nicht. Nein! Ich wäre gerne... Yep. Erfordert Stufe 15. Ah, okay, ich kann... Ich möchte die Grund... Gut, aber... Gut, kann ich hier jetzt... Also, pass gut auf. Zack, ich habe Jagen verbessert. Habe ich denn jetzt einen Punkt bekommen? Auch nicht. Ey, ich gebe so viel Geld aus jetzt gerade hier, ja, und es bringt nichts. Ja, okay. Dann muss ich halt wohl ein bisschen jagen noch. Nebenbei. Ich würde gerne... Oh mein Gott, das tut mir sowas von leid gerade, ja. Also, Mann. Ja, ich bin über mich gerade selber sauer. Dass ich so vorschnell gehandelt habe. Ich will jetzt gucken, ob ich mit Herr Robert quatschen kann. Wer bist du? Kann ich mit dir quatschen? Olena, nee. Ach ja, Mensch. So. Ja, ich schaue jetzt gerade mal, ich gucke jetzt, ob ich mit Robert sprechen kann, ob ich das Geständnis noch irgendwie geben kann. Ob es da eine Option irgendwie gibt, keine Ahnung. Da ist er. Nee, okay. Ja, super. Können wir Tatsache nichts tun. Das ist klasse. So, dann gehe ich mal in Richtung
Nebenquest. Mache ich das hier, gucke ich mich hier nochmal um wegen der Seuche. Und was haben wir denn hier noch? Diebische Müller, Klötze, verpassen mir eine Tierhäute. Tierhäute theoretisch. Zwielicht das Treiben in Uschitze war. Was war das? Ah, Feuchtkämpfer waren das nochmal. Okay. Hier, die Schwertbruchstücke von Saba, ja, die bräuchten wir ja auch. Wir haben 3 Stück davon. Wir haben das aus Ledetschko, aus Sasa und, weiß nicht, Ratai. Haben wir das von Ratai? I don't know. So. Hm. So ein Pech aber auch. Mal hier querfeld ein und so. Ja. Ja, Reiten verbessert ja klasse. Ich will aber eigentlich. Ach scheiße, ich hätte. Egal. Ich muss doch hier über den Fluss, oder nicht? Kann ich hüpfen? Ha! Ja. Oh, sie trickst! So ein Pech aber auch. Ja, ich weine gerade über mich selber. Ich bin gerade so ein bisschen selber stinkig hier wegen dieser Quest gerade. Das nervt mich ja, dass wir dem Falschen geholfen haben jetzt, ja. Wir sind eigentlich hier Goodwill Heinrich, ja. Also wir. Ja. Wir helfen den guten Leuten eigentlich. So. So, da hinten ist Merhojet. Merhojet. Kaching. Mal, ob sich jetzt hier was getan hat hier. Ist das das Haus? Oder ist das nächste? Nee, muss ja das hier sein, oder? Öffnen? Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Wie sieht es aus, Melicha? Schön, dich zu sehen, Heinrich. Ich möchte dir abermals danken. Alle sind geheilt. Ach, wunderbar. Das ist ein Wunder. Oh, das freut mich. Ihr habt schon genug gelitten. Wir alle haben das. Wohl wahr. Weißt du, die Leute hier sind dir wirklich dankbar. Am liebsten würden sie dich und Nikodemus heilig sprechen. Sie haben mir Geschenke für dich gebracht. Zuerst war ich davon nicht angetan. Schließlich ist uns kaum etwas geblieben, als das Vieh verendet ist. Aber... Ihr braucht die Sachen eher als ich. Pestarzt freigeschalten. Ja, wunderbar. Nein, das können wir nicht annehmen. Nein, das kann ich nicht annehmen. Gib das zurück und richte ihnen meinen Dank aus. Du bist zu gütig. Es freut mich, dass du das verstehst. Die Zeiten sind hart. Ich weiß. Ich bin nur froh, dass alles gut ausging. Ich auch. Ich auch. Gott behüte dich. Wenigstens eine gute Tat jetzt in dieser Folge. Mann. So, okay. Lass mich raus, danke. So, das erledigt. Jetzt bräuchten wir theoretisch nur diese Häschen. Dazu müsste ich aber erstmal wieder einen Punkt im Jagen vergeben können. Beziehungsweise uns fehlt jetzt noch der Schmuck von Frau Stefanie. Den müssen wir noch rausklauen, irgendwie aus dieser verkackten Truhe, die wir nie aufgekriegt haben. Dann noch die Schwertstücke von Saba.
Und dann können wir uns der Hauptquest widmen. So. Ich überlege gerade, wo kriegen wir den Spinnenweben her? Vielleicht reite ich auch erstmal zurück Richtung Talmberg. Hüpf. Ja. Und guck mal dort in den Truhen, ob da vielleicht keine Ahnung, Spinnenweben da irgendwo rumkleben. Ich hoffe, ihr könnt was sehen. Obwohl, ich kann ja die... Wir haben ja bis jetzt noch nichts zu verbergen. Was ist? Duellklinge. Oh, die... Ah, okay. Ja. So, hier ist Talmberg. Wobei, wir können ja hier nochmal gucken, wegen dem Chippy. Ja. Wie viel Uhr haben wir es denn? 22 Uhr? Ich werde den K.O. machen. Also nur K.O., ich werde ihn nicht umbringen. Ich hoffe, der erkennt uns einfach nicht. Weil der hat ja hier auch schließlich eine Truhe. Nicht aufgekriegt haben. Die sind noch am Arbeiten, oder was? Okay, ich hoffe gerade da so ein bisschen auch, dass da vielleicht ein Spinnennetz drin ist. Wo sind die denn hin? Oh! Papa, wir tun nicht so. Schmiedelehrling? Kann nicht wahr sein, dass wir hier nicht an dieses Ding rankommen. Genau, und das ist hier viel zu kompliziert. Dazu bräuchten wir halt auch diesen Trank, wenn der uns hilft. Aber hier sind keine Leute. Wo sind die? Wo ist denn der... Der Schmied hier. Ist nur er noch da, oder was? Wie viel Uhr haben wir es denn? Wie viel Uhr haben wir es denn? Ich meine, Energie. Okay. Wisst ihr was? Ich, Pebbles? Jetzt gucke ich mal, dass wir irgendwie vielleicht doch noch einen... Spinnennetz irgendwo herbekommen. Interessanter Ort. Mhm. Das letzte Mal hatten die ja, soweit ich weiß, uns erwischt gehabt noch, ne? Weil ich die ja befummelt habe und Pebbles hängt da an dem Teil. So. Das ist der Schmied. Es ist der Schmied, aber der hatte ja, glaube ich, nichts weiter, ne? Wir tun jetzt einfach so, als ob wir hier jetzt angeln oder so. Keine Ahnung.
Ich finde es irgendwie einfacher, die Leute so zu befummeln, als im Schlaf. Ich weiß nicht warum. Das ist doch der Schmied, oder? Hier ist ein Schlüssel. Da ist ein Schlüssel. Jetzt gucke ich mal, ob vielleicht das eines dieser Schlüssel war. Willst du mich verarschen? Willst du mich fertig machen? Alles klar. Ja, aber das war er nicht, der Schlüssel. Okay, schade. So ein Pech aber auch, ey. Nun gut, dann werde ich mal nach Timebreak reiten. Werde dort. Werde dort mich mal schlafen legen. Und werde gucken, dass ich irgendwie an so. An Spinnennetze komme, wie auch immer ich die bekomme. Ich würde mich mal da umschauen. Und dann können wir den Trank machen und dann gucke ich mal, ob dieser Trank wirkt, damit wir hier diese Schlösser halt hier knacken können. Das wär super. Schnell, bevor wir wieder verhaftet werden. Hey! So. Ja! Dass man jedes Mal hier außen rum reiten muss, ist ja unfassbar. So, hier ist unser Bett. Alles klar. Da steht die Wache direkt vorm Fenster. Das kann ich nicht machen. Schlafen und speichern. Na gut. So, dann werde ich mich jetzt erstmal hier aufs Ohr hauen. Ja, bis tagsüber und so. So. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Kingdom Come. Bis dahin. Ciao.